Hi, ich bin Marc und ich bin heute unterwegs auf einer Wanderung durch den Schwarzwald. Diesmal keine offizielle Rundwanderung, also ist ein Rundwanderweg. 12 Kilometer lang habe ich im Internet gefunden. Geht auch hier, ich weiß nicht, wo man das sehen kann, auf einem regionalen Wanderweg. Streift das immer mal wieder. Und ich werde heute auch das erste Mal, ob 8, den Westweg streifen. Das war nämlich eigentlich mein Ziel. Ich habe hier einen kurzen Wanderweg gefunden, um Bad Herrenalb, also ein Stück hinter Bad Herrenalb startet der, der bis zur Langmarkskopfhütte geht. Und die will ich mir heute angucken. Da freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mit. Den Weg, den ich hier gerade hochlaufe, zur Hahnenfalzhütte, den bin ich vor ein paar Wochen schon mal runtergelaufen mit Poncho. Vielleicht haben einige von euch das Video von mir gesehen zur Teufelsmühle. Und da bin ich hier runtergekommen, da hat es geregnet. Und da war ich ganz eingepackt. Jetzt laufe ich ihn andersrum wieder hoch. Mega cool, das wusste ich gar nicht. Ich laufe auch heute nicht mit dem GPS, ich laufe heute nur mit einem Ausdruck. Und auf dem habe ich eben draufstehen, wo es hingeht. Eine Karte habe ich dabei, GPS habe ich natürlich auch dabei, falls ich mich verlaufe. Aber geplant ist das nicht. Cool, also weiter geht's. Toll. Ist, das ist der gleiche Baumstumpf, bei dem ich das letzte Mal auch gefilmt habe. Absolut genial. Ist das nicht ein wunderschöner Weg? Wahnsinn. Echt der Hammer. Aber auch ganz schön viele Leute unterwegs. So, ich bin jetzt bei der Hahnenfalzhütte angekommen, wie ihr hier neben mir sehen könnt, gibt es hier Wasser. Mal wieder. Ich glaube, das kann ich einfach so trinken, das sieht so klar aus. Das mache ich jetzt auch. Und dann geht es für mich weiter. Und ich bin schon jetzt auf dem Westweg angekommen. Das wusste ich gar nicht, ich bin schon ein Stück vom Westweg gelaufen, das letzte Mal. Bei der Runde zur Teufelsmühle. Naja, so kann es gehen.
Hahnfallshütte zeige ich euch nicht, weil da sind keine 100 Leute, aber 15 Leute sitzen da wohl rum. So, alles klar, für mich geht's weiter da hoch. Ja Leute, so sieht's hier aus. Meine ersten Meter auf dem Westweg. Schön ist es hier. Ich bin mit meinem heutigen Ziel meiner Wanderung angekommen, der Langmarkskopfhütte. Seht ihr hier hinter mir. Mit offizieller Feuerstelle, das wollte ich nämlich gar nicht glauben. Die Feuerstelle sieht allerdings aus wie Hupe. Die werde ich jetzt erstmal ein bisschen in Ordnung bringen, hier ein bisschen aufräumen, mir eine Kleinigkeit zu essen machen und dann geht es für mich wieder zurück. So, Feuerstelle ist wieder hergerichtet, einigermaßen zumindest. Der Sack da hinten ist voll. Ich werde mir jetzt erstmal einen Tee machen, aber nicht hier drin. So viel Zeit habe ich einfach nicht, um das runterbrennen zu lassen. Also wenn man seine Ruhe haben will, ist das ein sehr schlechter Platz im Schwarzwald. Ich sitze jetzt hier, seit ich die Feuerstelle hier sauber gemacht habe, eine Viertelstunde vielleicht. Hier sind bestimmt schon 30 Leute vorbeigelaufen. Das ist mehr als in der Stadt. Echt krass. Hallo? Mit Fahrrädern, zu Fuß. Ja, beliebt. So, für mich geht es weiter. Nehme ich wieder zurück. Mein Tee habe ich noch nicht ganz ausgetrunken, den nehme ich jetzt einfach mit. Raus. Eigentlich wollte ich hier nicht mehr anhalten, weil ich wirklich bin ein bisschen unter Zeitdruck, aber das macht gar nichts. Aber das ist so schön hier, der Pfad von der Hahnenfalshütte zum Alpursprung. Wahnsinn, ganz, ganz schmaler Pfad, richtig ganz viele Wurzeln am Boden, richtig ganz viele Steine hier. Das ist so schön hier und hier ist totale Ruhe.
So, hier, entspringt also die Alp. Da bin ich jetzt gerade mal stumpf dran vorbeigelaufen. Auf dem ganzen Weg hier, auf dem ich gelaufen bin, da ist immer so ein bisschen Rinnsal drauf gewesen. Also das ist echt schon cool. Allerdings habe ich die Quelle leider nicht gefunden. Die werde ich nochmal suchen, irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Für mich heißt es schon wieder Tschüss zu sagen. Leute, war eine geile Tour, hat mir richtig Spaß gemacht. Langmarkskopfhütte ist auf jeden Fall eine Reise wert für den Westweg. Und ich freue mich jetzt noch über die letzten 2-3 Kilometer zurück zum Auto. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bestimmt wieder bei euch auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal oder hier draußen in der wundervollen Natur. Alles klar, Leute. Macht's gut. Tschüss.